Moin, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und die Gesamtsituation ist nicht komplett hoffnungslos. Willkommen zu einem mal etwas anderen Video auf diesem Kanal. Auf Wunsch hin versuche ich mich mal an so einem Tutorial zum Thema Aufsätze und Recoil in Rainbow Six Siege. Auf Wunsch und weil ich Bock habe, sind wir ganz ehrlich. Naja, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, erstmal so die Grundlagen. Das Video wird lang. Yep. Ja, ich muss dem Vergangenheits-Mickey absolut hier aus dem Schnitt recht geben. Das Video ist verdammt lang geworden, wie ihr vielleicht hier erkennen könnt. Es wird noch ein bisschen was rausgeschnitten. Aber ich glaube nicht, dass das Gesamtvideo viel unter 50 Minuten wird, weil ja so viel nicht rausgeschnitten werden muss. Das Schneiden ist total easy. Das, yay. Aber es ist wirklich super lang geworden. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache einfach jetzt eine Too Long, Didn't Read oder Didn't View Version ganz schnell für alle, die keinen Bock und keine Zeit haben, sich das Ganze anzugucken. Also, die drei Recoil beeinflussenden Attachments haben unterschiedliche Stärken im horizontalen, vertikalen oder im allgemeinen Recoil, haben teilweise noch Perks drin, die ich auch noch erwähne. Das Ganze ist aber viel detaillierter, halt wirklich in Eckies Guide. Den werde ich euch im Video noch tausendmal sagen, ans Herz legen. Das wäre im Endeffekt jetzt mal ganz schnell um die Attachments im Schnelldurchlauf. Guckt euch Eckies Guide an. Flash Hider ist so ein bisschen Standard. Muzzle Brake geht viel auf den vertikalen Recoil oder geht den vertikalen Recoil an. Und der Compensator eher den horizontalen Recoil. Die Recoil Theorie, die ich von Zyronic aus dem Video habe, geht im Endeffekt darum, dass es keine vorgefertigten Patterns gibt, sondern so kleine Bereiche immer, so Rauten, in denen der nächste Schuss landet. Das berechnet Siege dann halt immer basierend auf unterschiedlichsten Sachen. Und dass man diese Rauten, diese Zonen, wo der nächste Schuss landet, halt eben verändert mit den Aufsätzen. Ja, meine Aufsätze sind im Endeffekt die, die in Eckies Guide empfohlen werden, die er auch nutzt. Zwei Änderungen gibt es, aber dafür guckt euch das Video an, findet selbst heraus. Oder nehmt einfach wirklich die Standard, den Ecki da setzt. Damit macht ihr nichts falsch. Um selber zu überlegen und zu reflektieren, was für einen Aussatz ihr vielleicht braucht bei den Waffen, wo es halt eben mehrere Möglichkeiten gibt. Also um euren Spielstil, eure Art des Gunfights, eure Art des Schießens rauszufinden, wird relativ am Ende, beziehungsweise am Ende als letzter Punkt im Video, das OBS von mir ins Spiel gebracht. Also um es ganz, ganz kurz zu machen, dieses Aufnahmeprogramm, womit ich auch das jetzt gerade aufnehme, da gibt es eine Funktion, die nennt sich Wiederholungspuffer in Deutsch und Replay-Buffer auf Englisch. Das muss man aktivieren. Ich glaube, das ist standardmäßig nicht aktiviert. Dann kann man eine Zeit festlegen, die sozusagen im Arbeitsspeicher zwischengespeichert wird. Bei mir sind es, glaube ich, 200 Megabyte für 3,5 Minuten oder sowas. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Auflösung ihr das speichert, mit welcher Framerate und so weiter und so fort. Und diesen Replay-Buffer kann man halt eben starten. Man startet das OBS, man startet den Replay-Buffer, hat eine Szene mit Rainbow Six angelegt und hat dann einen Hotkey, den man nach Runden, wo man viele Gunfights hatte, einfach dann drückt. Und dann wird das halt eben gespeichert als welches immer Format ihr auswählt. Ich glaube, ich speichere es als MP4, sehe ich gerade, ja. Ich speichere es als MP4. Ja. Und da könnt ihr einfach nochmal, ohne den Druck im Spiel zu sein, ohne die ganzen Einflüsse, die da sind,
Nochmal überprüfen, bin ich eher der Dauerfeuer- oder lange Burst-Typ, oder bin ich der sehr kontrolliert schießt. Da könnt ihr das Ganze ja natürlich auch nach Attacker, Defender, also und halt eben auch klar, die einzelnen Operator und die einzelnen Waffen dann so ein bisschen rausfinden, wie da euer Spielstil ist und wie ihr dann auf Grundlage von Eckis Guide eure Aufsätze finden könnt. Ja, das wollte ich hier nur noch mal einwerfen als Schneide-Zukunfts-Miki. Ich werde das Video nicht weiter kürzen. Ich möchte, dass der Rest drin ist, auch mein Gelaber. Das gehört einfach zu mir. Wenn ihr das durchguckt, feiere ich das natürlich. Wenn es zu viel ist, kein Disrespect, kein No Hard Feelings, kann ich das auch gut verstehen. Deshalb jetzt hier diese kleine Zusammenfassung. Wirklich, guckt euch die Links in der Beschreibung an. Wenn noch was ist, quatscht mich an, auf Stream, hier in den Kommentaren, auf Twitter, was auch immer, ihr findet das schon. Ja, und jetzt will ich nicht noch mehr dieses Video in die Länge ziehen. Haut rein. Wird es? Das Video wird teilweise theoretisch. Das ist einfach so, weil ich da Grundlagen erklären möchte und warum es halt auch nicht den perfekten Aufsatz für jede Waffe gibt und für jeden Spielstil, sondern die sich schon unterscheiden und das auch ganz gut ist, dass es verschiedene gibt. Und die zweite grundsätzliche Sache ist, das ist hier gerade am Ende von Operation Void Edge. Also die Testserver sind online, darauf ist schon SteelWave zu spielen. Gerade, wenn ich jetzt dieses Video aufnehme. Das heißt, wenn jetzt Operation SteelWave kommt und da werden Sachen verändert, wonach es jetzt gerade erstmal nicht aussieht, dann ist dieses Video für die Mülltonne. Ne? Das wäre dann schade und ich würde mir wahrscheinlich auch in den Hintern beißen, aber trotzdem ziehen wir das Ganze jetzt mal durch. Ja. Vorab möchte ich zwei Leuten danken, ohne die das Video nicht möglich wäre und ohne deren Arbeit und deren Einverständnis das Video nicht möglich wäre. Der eine wird nicht verstehen, was ich erzähle. Byronic. von dem habe ich gleich den Theorieteil mir gemopst, wo es halt um Recoil geht und das Pattern oder die Form. Die Berechnung, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ich glaube, das wird gleich klarer, wenn ich einsteige. Cyronic, wer ihn nicht kennt, ehemaliger Siege-Profi-Spieler, inzwischen auf ganz vielen offiziellen Events als Analyst unterwegs und in den Bereichen ziemlich gut und ziemlich bärtig. Also Blackbeard weint abends, wenn er ins Bett geht, dass er doch bitte endlich so ein Bart wie Cyronic haben möchte. Auf YouTube und auf Twitch ist der junge Mann auch noch unterwegs. Da für Navi, glaube ich, produziert er da Content. Ich verlinke das Ganze unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das selber angucken. Das zweite oder die zweite wichtige Person hat einen unglaublich detaillierten Guide zu Aufsätzen geschrieben und den empfehle ich euch wärmstens. Er ist super detailliert, leicht verständlich. Ihr werdet da echt an die Hand genommen. Es wird für jede Waffe der beste Aufsatz erklärt, beziehungsweise wenn es Alternativen gibt, werden die auch erklärt. Am Ende stellt er sogar noch seine eigene Wahl von Aufsätzen rein. Also ihr könnt wirklich diesen Guide, der natürlich unten gleich auch angepinnt ist, in der Videobeschreibung verlinkt ist, wie auch immer. Den solltet ihr euch zu Gemüte führen und für die ganz Faulen, wenn ihr ein gutes Loadout haben wollt, dem man erstmal nichts so richtig falsch macht. Nehmt einfach das, was er dann geschrieben hat. Und die Rede ist jetzt tadadadadam, von Ecki, Corp-ID von Semper Fidelis, Multigaming-Organisation, ein eingetragener Verein sogar. Also schon ein bisschen was Ernsthaftes. Aber ich glaube, die Jungs haben da auch relativ viel Spaß, auch wenn man sich die Videos von denen reinzieht. Ja, ich verlinke die unten auch.
mit allem Möglichen. Wie gesagt, guckt euch den Guide an. Danke, Ecki, dass ich das Ganze hier verhunzen darf in meinem Video. Ja. Und jetzt sollten wir starten. Und deshalb hinsetzen, Kaugummi raus, Klappe zu, Hefte aufschlagen, Handy wegpacken und Hand außer Hose bitte. Wir starten. Wir möchten über Aufsätze reden. Ich gehe jetzt einfach mal auf Ash, weil ich weiß, dass die R4C alle Barrel Attachments hat, die es gibt. Und für den besonderen Flair dieses Video gehe ich jetzt aus Rainbow raus und hoffe, dass Paint aufgeht. So, wir sind nämlich im Theorieteil. Das, was ich von Cyronic geklaut habe. Der erklärt nämlich da, wie in seinem No-Bullshit-Video, wie Recoil funktioniert. Und daran finde ich, also war es für mich auch nochmal leichter nachzuvollziehen, was machen unterschiedliche Aufsätze und warum nehme ich bei der Waffe den und bei der Waffe den, um dann nachher zu überprüfen, ist es mein Spielstil. So, machen das erste Mal so grayish. So, machen das mal auch hier ein bisschen größer. Können das ja gleich noch ziehen. Also in Rainbow Six Siege ist es so, dass der Recoil in so einer Diamantform berechnet wird. Oder das Pattern ist Diamantform, Raute, wie auch immer, was ihr dazu sagen möchtet. Begrifflichkeit ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich erkläre einfach, was damit gemeint ist. Hier unten an der untersten Ecke ist theoretisch der erste Schuss. Und wenn ihr dann schnell danach, also ohne dass sich euer Fadenkreuz komplett beruhigt, vielleicht also im automatischen Modus, der nächste Schuss, also wenn ihr nach diesem Schuss einen weiteren abgebt, schnell, was ja bei Automatik immer passiert, landet der in dieser Raute. Wichtig ist, es ist jetzt abstrakt. Das ist nicht an irgendeinem Beispiel oder sonstigen. Oh, lustig, wenn ich mich hin und her bewege mit der Maus. Ich sollte, wenn ich mit dem Kopf schüttel und der Maus schüttel, sollte ich das nicht tun, weil dann wackelt die Kamera. Gut, also dieses hier unten ist der erste Schuss. Und wenn dann die nächste... Und dann verreißt die Waffe innerhalb dieser vier Punkte landet der nächste Schuss. Deshalb abstrakt, weil keine Waffe wird genau dieses Muster hier haben. Oder wenn es dieses Muster gibt, wird es in diesem Muster gewisse Zonen geben, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass das Waffen da treffen. Ich blende mal einmal kurz das ein, hier irgendwo da wahrscheinlich, wie das aussieht, was ich mit fast jeder Waffe gemacht habe. Wenn man sich einfach hinstellt, anvisiert und Maustaste 1 durchhält, da sieht man, dass die Waffen einem gewissen Muster schon folgen, beziehungsweise eine gewisse Seite haben, zu der sie hinziehen, links oder rechts. Ich meine, dass eine Waffe nach oben zieht, das ist bei jeder Waffe so. Ne? Also es ist deshalb ist auch hier unten der unterste Punkt da, wo die erste Kugel hinkommt. So, wenn das jetzt unsere erste Raute ist, heißt das, der nächste Schuss landet hier irgendwo. Das heißt, der erste Schuss ist hier unten. So, dann wird innerhalb dieser Raute geguckt, der Siege berechnet, irgendein Algorithmus, RNG, was auch immer, berechnet, wo der Schuss landet, der zweite. Der wäre jetzt vielleicht hier. Und dann wird darüber auch wieder eine Raute aufgemacht. Die wird sich sehr wahrscheinlich von der ersten unterscheiden. Wie sehr, kommt auf den Aufsatz an, auf die Waffe natürlich, aber natürlich auch auf den Griff, den ihr dran habt, ne? Wenn die Waffe einen hat. Weil tendenziell natürlich Recoil über Zeit schlimmer wird. Das heißt, der Spray ist bei Kugel 21 bis 31 größer. Ja, wahrscheinlich eine größere Raute als bei den Schüssen 2-3. So, und da setzen nachher auch die Attachments dann genauer an. Ne, das wird aber gleich erklärt. So, für mich, weshalb ich das jetzt hier reinbringe, ohne euch zu sagen, so sieht das Recoil-Pattern aus für ein SMG 11. Da bräuchte ich wahrscheinlich drei Monitore übereinander, um das darzustellen.
Da kann man natürlich jetzt so praktisch, ich muss aufhören, die Maus so hin und her zu schmeißen, da kann man natürlich jetzt praktisch für das Spiel nichts draus ableiten. Ne? Selbst wenn ich euch hier die perfekten Pattern hinlegen könnte, wie die Rauten beim zweiten, beim dritten, beim vierten, beim zehnten Schuss aussehen, würde ja die erste, alleine die erste Positionierung des Schusses ja das gesamte Pattern schon wieder durcheinander schmeißen. Das ist jetzt auch extra groß dargestellt und ich glaube, im Spiel selber wird das Ganze natürlich kleiner sein, ne? Weil keiner hat hier den zweiten Schuss, der hier so, außer die SMGL vielleicht. Oder Hibanas Waffe inzwischen. Danke, Ubi, fürs Zerstören meiner Lieblingswaffe. Nur, damit man nachher versteht, worauf ich bei den Attachments hinaus will. Es gibt den vertikalen Recoil, das ist dieser hier. Ne? Nach oben. Nur nach oben. Und es gibt horizontalen Recoil. Das ist der, der rechts nach links geht. Und da ist es wichtig, rechts und links. Das heißt auch bei der L85, die ich ja eben hier reingeschnitten hatte, ist es so, dass die auch nach einer gewissen Zeit auch durchaus nach rechts gehen kann. Und generell ist der Recoil, der vertikale Recoil, also eine Raute, die so aussehen würde, leichter zu kontrollieren als sowas hier. Als das gleiche in horizontal. Warum? Ganz einfach, wie schon jetzt zwei, dreimal gesagt, die Waffe zieht nur nach oben. Das heißt, ihr müsst nur runterziehen. Ne? Heißt nicht, dass vertikaler Recoil total für den Arsch ist und man das absolut vernachlässigen kann und nur noch das Attachment nimmt, was den meisten horizontalen Recoil verringert, weil viele Waffen auch einfach kaum horizontalen Recoil haben. So. Und deshalb werden wir gleich bei dem Teil, wo wir über die Attachments sprechen, über die Aufsätze sprechen, halt eben von vertikalem Recoil reden. Der Aufsatz, der den vertikalen Recoil am meisten verringert, für Waffen, die einen hohen vertikalen Recoil haben. Und Aufsätze, der Aufsatz, der den horizontalen Recoil am meisten verringert, für Waffen, die halt eben horizontalen Recoil haben. Oder Probleme mit dem horizontalen Recoil. Sagen wir es so. Dann gibt es natürlich auch noch den Aufsatz, der so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen ist, das werden wir gleich auch darstellen, wo sozusagen jetzt das rote Äußere der Original-Recoil wäre, die Original-Raute, und der macht halt eben beides so ein bisschen kleiner. Ich bin absoluter Künstler. Ich sollte Paint-Profi werden. Gibt es Paint-Streams auf Twitch? Bestimmt, ne? Ich sollte da hingehen. Ich kann Millionen machen wahrscheinlich. Also das Graue wäre jetzt sozusagen das Rote wäre das Original von der Waffe und das Graue ist das, was es nachher dann der Aufsatz machen würde. Wie gesagt, da gehen wir gleich drüber. Ich baue hier eben das Setup ein bisschen um, damit ich was sehen kann und wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder und wir sind im Spiel. Ah, weil wir jetzt auf den Hauptpunkt von Ekis Guide gehen wollen. Und zwar die Aufsätze selber. Und was machen sie? Ja, was machen sie denn? Erstmal ist wichtig, Extended Barrel macht gar nichts. Finger weg, bringt gar nichts. Wer da weitere Informationen hat, holt einfach nach Rogue 9 Extended Barrel. Oder guckt den Ekis Guide, der hat das Video da sogar verlinkt. Der zweite Aufsatz, der Recoil technisch nichts bringt, also keinen Einfluss hat, ist der Suppressor, also der Schalldämpfer. Der sorgt einfach nur dafür, dass eure Schüsse leiser werden, dass die Schüsse ein bisschen weniger Schaden machen. Hier jetzt bei Ash Waffe sind es 6, die er runternehmen würde pro Schuss. Sorgt dafür, dass eure Gegner, wenn ihr auf die schießt, nicht mehr die Indikatoren um sich herum haben, von wo die Schüsse kommen. Und auch diese
weißen Kugelspuren, sage ich mal. Also, weiß nicht, ob das Rauch sein soll oder... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ihr wisst ja, diese weißen Linien, diese... Ja, Rauchspur ist es. Ich glaube, Rauchspur ist schon das Beste, was man dazu sagen kann. Die da hinter euren Schüssen herfliegt und die ihr selber auch seht, wenn ihr beschossen werdet, die werden dadurch auch weggemacht. So, Suppressor ist halt eben wirklich was total situationsabhängiges. Ich spiele einen Suppressor auf der Pistole von IQ und auf der Pistole von Nöck. Weiß, sieht ziemlich strange aus. Glaube ich, Nöck sogar eine goldene Diegel gegeben. Und da ist ein Suppressor drauf, einfach weil ich mit Nöck ja die Möglichkeit habe, relativ leise an Kameras ranzukommen. Und wenn ich jetzt einfach nicht nur an der Kamera vorbei möchte, ohne dass ich gesehen werde, sondern ich fürs Team halt eben oder auch für mich die Kamera halt eben ausschalten will, kann ich das mit einem Schuss aus der Pistole mit Schalldämpfer halt eben tun und das ist weniger auffällig. Und für IQ ist es das Gleiche. Habe ich damals, als ich IQ gespielt habe, vor Jahren, halt eben auch genutzt, um Kameras, also Standardkameras, Webcams und andere Sachen halt eben leise auszuschalten. Ob man das jetzt unbedingt so haben möchte oder ob man die Zweitwaffe bei Nöck und bei IQ dann für einen Gunfight haben möchte, das entscheidet jeder für sich selbst. Generell bei Pistols gilt Muzzlebag drauf, fertig. Bei Pistols, ne? Nicht bei den SMG-Zweitwaffen. Bei Pistols gehört ein Muzzlebag einfach drauf, außer ihr möchtet Suppressor aus halt eben den Gründen, die ich gerade genannt habe. So, wir fangen mit dem Muzzlebag an. Ne? Das ist die Mündungsbremse in Deutsch. Ja, Mündungsbremse. Ne? Andere hier ist ein Mündungsfeuerdämpfer. Ne? Flashhider ist Mündungsfeuerdämpfer. Kommen wir gleich zu. Aber wir machen erstmal den Muzzlebag. Hier steht, reduces the overall weapon kick of single shot firing. Aha, wenn man das jetzt liest, single shot firing, okay, alle DMRs in diesem Spiel sollten also einen Muzzlebag haben. Das ist auch eigentlich so. Aber es reduziert nicht nur den weapon kick, also den Recoil von Einzelschüssen, sondern auch bei kurzen Bursts, also so 2-3 Schüsse, hat er schon einen großen Anteil dran, dass das Recoil weniger ist. Beim Muzzlebag ist es so, dass er den vertikalen, also das, was von unten, wie die Waffe nach oben verreißt, da wirkt er sehr stark gegen, vor allem halt eben bei kurzen Feuerstößen. Also eigentlich das, also das, was ich gerne spielen möchte. Ich möchte informiert um eine Ecke rumlaufen und entweder durch Sound oder durch Kamera, Drohne, was auch immer, wissen, wo ein Gegner steht, um dann einen kurzen Feuerstoß irgendwo hinzumachen oder beim Repeaken oder sonstiges. Würde ich gerne viel mehr kontrolliert spielen. Ich weiß, wer den Streams zuguckt, das sieht nicht immer so aus, als ob ich das möchte. Aber ich möchte es wirklich. Gut, die horizontale Bewegung, also der Recoil von rechts nach links, der wird nicht angetouched vom Muzzlebrake. Das heißt, Waffen, die generell mit horizontalem Recoil zu kämpfen haben, dass der Muzzlebrake vielleicht nicht so die beste Variante. Gerade bei den Waffen, die schon vom ersten Schuss an ziemlich hin und her juckeln. Alles andere, wo vertikaler Rückstoß die Schwierigkeit ist, der Muzzlebrake echt zu empfehlen, wenn man kontrolliert feuert. Weil nach den 2-3 Schuss reißt er auch schon ziemlich um sich. Ja, ein weiteres schönes Detail am Muzzlebrake ist, dass das Fadenkreuz sich schneller wieder zusammenzieht. Also wenn ihr Hipfire mal macht, dann seht ihr ja, dass euer weißes Fadenkreuz, was ihr da auf dem Bildschirm habt, sicher, wenn ihr schießt, dass das auseinander geht. Und wenn ihr aufhört zu schießen, zieht sich es wieder zusammen. Und wenn es ganz zusammen ist, ist die Waffe wieder ruhig. Das heißt, wir sind wieder auf dem Punkt, wo wir keinen Recoil haben, sondern der Schuss dahin geht, wo wir hinzielen. Natürlich, wenn wir Aim Down Sight sind, also in unserem Visier drin, sehen wir das Ding nicht mehr. Aber trotzdem ist der Effekt da. Das heißt, es gibt bei jeder Waffe
eine bestimmte Zeit, die du warten musst, bis du wieder ohne Recoil schießen kannst. Also bis du aus dieser Rautenform halt eben wieder unten angelangt bist. Und beim Muzzle Break geht es halt, geht es halt schnell wieder. So, das ist der Muzzle Break. So, wir gehen weiter zum Flash Hider. Flash Hider ist auch das, was ich auf Ash spiele. Ja. Der Flash Hider. Erstmal, Mündungsfeuerdämpfer heißt nicht, dass die Flugbahn der Kugeln, also diese weiße Rauchspur, oder die Indikatoren beim Gegner weggehen. Das ist wohl irgendwie wohl mal ein Gerücht gewesen, dass das heißt. Nö, heißt es nicht. Der Mündungsblitz, also das, was vorne das Feuer halt eben, was vorne aus eurem Lauf rauskommt, wenn ihr schießt, das wird allerdings nicht mehr nach oben abgelassen oder überall hin abgelassen, sondern es wird oben halt eben gedämpft. Tritt also nur noch zur Seite und nach unten aus und kann deshalb, wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr schießt, ich sehe meinen Gegner nicht mehr, weil mein Mündungsblitz mir andauernd im Weg ist, kann das auch eine gute Variante sein, euch da wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Der Flash Hider ist so das Mittelding. Jack of all trades. Das heißt, es wird horizontal und vertikal verringert. Aber nicht so gut wie jetzt, also das Vertikale wird zum Beispiel nicht so gut wie beim Muzzle Break bei den ersten 2-3 Schüssen verringert. Generell ist der Flash Hider auch, glaube ich, ab 5 Schuss, hat Ecki in seinem Guide geschrieben, nicht mehr ganz so wirkungsvoll. Also der verliert auch bei Dauerfeuer so ein bisschen die Contenance. Ist aber sozusagen das Mittelding. Ne? Also Muzzle Break vertikal sehr gut, horizontal gar nicht da. Flash Hider halt eben horizontal da, aber mittelmäßig. Aber vertikal dafür auch da, aber auch da mittelmäßig. Und halt eben noch zusätzlich dass das Mündungsfeuer nicht mehr nach oben austritt. Ein Flash Hider ist halt eben schon für mich eher so das Ding, was ich für etwas unkontrolliertere Spielen habe. Also jetzt bei Ash zum Beispiel, ne, als Entry-Fragger irgendwie rein rushen, was eigentlich gar nicht mein Spielstil ist. Das wisst ihr auch, wenn ihr beim Stream zuguckt. Aber da habe ich den Flash Hider halt eben drauf, weil man doch ein bisschen mehr Schüsse hintereinander abfeuern kann als mit dem Muzzle Break, wo man halt eben generell so dieses Mittelding hat. Und das gibt die Waffe halt eben auch her. Und die ist jetzt nicht so unglaublich schlimm nach oben oder zur Seite hin, dass man da gut das großartig merkt. Keine Ahnung, ob der letzte Satz Sinn macht. Egal, ich mache jetzt mal weiter. So, dann sind wir beim Compensator. Compensator. Hier steht, reduces the recoil spread over time for rapid firing. So ein bisschen, ich glaube, in Deutsch hat Ecki das, glaube ich, auch geschrieben. Es ist nicht, dass es über Zeit, also je länger ihr schießt, umso besser wird euer Recoil. Das ist damit nicht gemeint mit dem Compensator. Er ist die Variante, ich meine, ihr wisst ungefähr, wo es hingeht, ne? Muzzle Break vertikal stark verringert, horizontal gar nicht. Flash Hider beides okay, aber okay halt, ne? Nicht so gut wie Muzzle. Der Compensator ist das für die horizontale Bewegung. Ne? Der vertikale Recoil, der da ist, der auch gerade bei den ersten Schüssen kommt, ist nicht ohne. Es gibt aber Waffen,
Ecki hat in seinem Guide die Jekyll, das Jekyll AR genannt. Das ist die C7. C7 und irgendein Buchstaben. C7E. Genannt, wenig vertikaler Recoil. Deshalb mit dem Compensator nochmal einfacher auf dem Ziel zu bleiben. Weil halt eben dieser horizontale Recoil, der über Zeit auch viel schlimmer wird, weiter zusammengebracht wird. Also der wird verringert. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen das, was man so als Überblick sagen kann. Ne? Muzzle Break vertikal verringert, horizontal gar nicht. Flash Hider, goldene Mitte. Und wenn euch nichts auffällt bei eurer Waffe, wenn euch nicht auffällt, oh, es geht total nach oben, es verreißt komplett, SMG 11, ne? wenn euch da nichts auffällt, wenn ihr sagt, ich möchte einfach nur, dass das ganze Schussverhalten ruhiger wird, ist der Flash Hider wahrscheinlich eine gute Variante. Und der Compensator ist halt eben die horizontale Bewegung der Waffe, das Verreißen, wird stark verringert. Dafür wird das Vertikale gar nicht. Wie gesagt, es gibt Waffen, Jekyll C7E, habe ich gesagt, ne? Ja, bestimmt. Als Beispiel hat Ecki in seinem Guide genommen. Da kann man dann halt eben auch mal ein bisschen länger drauf lunzen. Ne? Ja. Und damit sind wir auch an dem Bereich bei diesem Teil fertig. Der nächste Teil geht dann halt eben auf meine Auswahl. Die stelle ich kurz vor. Und dann sind wir auch gleich schon durch. Also, bis gleich. Nächster Take wartet. Boom. Boom, da sind wir wieder. Also, für euch ist das jetzt ein Schnitt und für mich sind es 4 Stunden ungefähr, Pi mal Daumen. So ist das, wenn man Kids hat. deshalb ist es hier auch ein bisschen dunkler geworden. Es ist nicht, weil ich aus Versehen auf die Glühbirne getreten bin. Ja. Jetzt kommt der letzte Part. Endlich. Yay, wir sind durch. Es dauert aber trotzdem noch ein Stückchen, glaube ich. Tut mir leid. Als erstes kommt der Teil, den ich persönlich am sinnlosesten finde. Aber ich glaube, ich werde gelüncht, wenn ich das nicht tue. Deshalb mache ich das jetzt schnell. Und zwar, welche Aufsätze benutzt du denn, Mickey? So, die Ecki in seinem Guide empfiehlt. Bis auf eine Ausnahme von den Operatoren, die ich regelmäßig spiele. Und die Ausnahme, das jetzt mal direkt am Anfang, ist Ying. Ecki empfiehlt auf Ying den Muzzle Break zu spielen. Wegen dem vertikalen Climb. Ne? Dass es da einfach der Effekt dann am größten ist. Mhm. Und ich habe ein Problem. Ich glaube, wenn man Ying richtig und im Team spielt, ist der Muzzle Break auch der richtige Aufsatz. Weil du, wenn du einen Raum stürmst, du ziemlich genau weißt, wo sind die Verteidiger. Du hast frische Informationen, kannst du die selber besorgen oder sie werden dir präsentiert. Ich spiele meistens Solo-Queue oder in losen Teams mit den Kings-Leuten, also mit Coach und sowas und Silent Assassin, mit Tristan halt eben, damit er meine Elo versaut, mit den Viewern, mit Sounds oder sowas. Das ist aber nie wirklich, dass wir uns wirklich hart absprechen. Oder wenn wir mit den Kings-Leuten spielen, oder wenn ich mit den Kings-Leuten spiele, dann unterhalten sich natürlich schon viele untereinander und geben sich gute Infos und Callouts. Aber die kann ich meistens noch gar nicht. und ich kann auch deren Strats nicht. So, und versuche dann einfach nur nicht im Weg zu stehen. Oder halt denen den Arsch zu retten am Ende. Ne? Miki-Sachen. So, zurück zu Ying. Nicht so viel quatschen. Ich spiele auf Ying den Flash Hider. Das ist nicht, dass ich jetzt unbedingt gegen Ecki aufbegehren möchte. Befreit euch von Ecki! Befreit euch von Ecki! Gar nicht. Ne? Ecki hat den Flash Rider als
als Alternative drin. Macht halt eben den horizontalen und vertikalen Recoil ein bisschen weniger. Nicht so gut wie der Muzzle, nicht so gut wie der Compensator. Das haben wir ja eben gelernt, das ist die goldene Mitte, der Standardaufsatz. Und außerdem spiele ich Ying in uninformierter. Also wenn ich vor einem Raum stehe, vor einem Objective meistens, wo ich die Candlers reinschmeiße, kann ich mich nicht hinstellen und kurz drohen, weil dann werde ich geflankt. Ne? Schmeiße ich da die Drohne, ne? Weil mich deckt erstmal in Solo-Queue da wahrscheinlich niemand. Und niemand hat wirklich die Roamer und Flanker komplett abgedeckt und rausgenommen aus dem Spiel. Das heißt, ich kann schon mal nicht selber drohen. Und Ansagen in Solo-Queue, ihr wisst wahrscheinlich auch, wovon ich da rede. Dementsprechend ist das immer so ein bisschen auf blauen Dunst. So, ich weiß ungefähr, wie viele Leute drin sind. Manchmal auch gar nicht. Und ich weiß, ich habe natürlich mit den Candlers ein unglaublich gutes Werkzeug, in den Raum erstmal reinzukommen und Leute erstmal aus ihren Winkeln zu verdrängen, dass sie nicht den guten Winkel direkt auf mich haben. Und deshalb fliegen meine Candlers in den Raum. Wenn ich eine komplett andere Seite abdecken muss, ich denke jetzt gerade an Throne Room, auf Theme Park, wenn man da von innen angreift, kann man die eine Seite gut absmoken mit Ying, in die andere Seite knallt man Candlers rein und dann läufst du da rein. Dann gibt es da allerdings auch überall Ecken, wo die sitzen können. Das können halt eben auch mehr Leute sein, als ich in dem Moment erwartet habe. Das können generell erstmal mehr Leute sein. Und dann habe ich erstmal Panik, weil ich die natürlich umschießen will und deshalb bratze ich da mehr drauf. Und dann wird der Compensator eher an die Grenzen kommen. Der ist ja wirklich, wie wir eben gelernt haben, für kurze Burst sehr, sehr gut und sehr, sehr genau. Und dann geht halt eben der horizontale Recoil los. Den haben wir auch gelernt, der etwas schwierigere zu kontrollieren ist, weil er noch unvorhersehbarer ist. So, und mit dem Flash-Hider auf Jinx T95. Was ist die T95? T95 LSW, genau. Es ist so ein bisschen besserer Kompromiss für mich. Ich schieße automatisch aus der Paniksituation in dem Moment, aus der Aufgeregtheit, mehr Dauerfeuer oder größere Bursts, längere Bursts. Und ich habe vielleicht nicht die Zeit, zwischen zwei Zielen oder zwischen zwei Feuerstößen mir ewig Zeit zu lassen. Und wenn ich um eine Ecke pieke und wenn ich jemanden pieke, kann ich schnell einen Burst loslassen, zwei, drei Schüsse, kann wieder zurück hinter die Ecke gehen und kann genüsslich warten, bis ich wieder vorgehe. Ich muss nicht direkt wieder vorgehen. Das ist ja auch eine gar nicht so schlechte Taktik, dem Gegner keinen Rhythmus zu geben. Immer vor, zurück, dann trifft er irgendwann den Kopf. Auf jeden Fall habe ich da Zeit mit dem Muzzle Break, das auszunutzen, dass ich schneller wieder in den No-Recoil-Status frachte, dass der erste Schuss wieder sitzt. Ja, und deshalb ist Ying halt eben diejenige, die nicht den Muzzle Break hat, sondern halt der Flash Rider drauf ist. So, ansonsten spiele ich Ash mit Flash Rider, weil halt eben ähnlich wie bei Ying, ich laufe eher rein und pratze eher um mich rum. So, ich spiele Nöck mit Flash Rider, einfach aus dem Grund, die Waffe hat kein Recoil. Und wenn man von kein Recoil von beiden Seiten noch ein bisschen wegnimmt, passt. So, Capitao ist auch ein Flash-Hider drauf. Ich finde die Waffe auch recht gut handelbar. Das ist auch wieder eine Ecki-Empfehlung in dem Fall und sehe ich auch so ähnlich wie bei Ying. Mit Capitao kannst du halt eben auch Sachen absmoken, Zugänge, Winkel absmoken und gehst dann rein und hast dann trotzdem immer noch einen Bereich, den du irgendwie abdecken musst. Ansonsten spiele ich Sophia mit einem Muzzle Break, Sledge mit einem Muzzle Break. Ansonsten spiele ich gar nicht so viele Angreifer. Irgendwann, ja, Nöck mit dem Flash Hider. Fuse, genau, Fuse, die AK-12. Die AK-12 ist eine Waffe, wo der Compensator was bringt, ne? Wegen dem relativ geringen
vertikalen Recoil, die Waffe hat, kann man damit dann das Horizontale, was dann eher stört, wegmachen. Das gleiche hier bei Jekyll mit seiner C7E. Naja, auf jeden Fall auch auf der Waffe läuft bei mir der Compensator. So, in Ordnung. Gehen wir schnell zu den Defendern, dann sind wir auch schnell fertig. Smoke hat auch die FMG 9, aka ich habe eh keinen Recoil, also verzieh dich zum Flashhider drauf. Diesen habe ich, ich weiß gar nicht, das ist das gleiche wie bei Eki. Ich habe auf jeden Fall einen Muzzle Break drauf, aber ich glaube, das hat Eki auch in seinem Guide. Mozzie habe ich auch einen Muzzle Break drauf auf der Kommando. Ich spiele Kommando, ich spiele nicht die Ronin. Wormai spiele ich einen Flashhider. Auf den beiden spiele ich Muzzle Break, weil ich bei Bandit auch eher so in der Richtung bin. Ich spiele ja als Active Bandit, den ich irgendwann lernen möchte. Eher auf dem Spot als Anchor. Also kann wieder die Situation sein, es wird gepusht mit zwei, drei Leuten. Ist vielleicht der Flashhider besser. Das muss ich halt ausprobieren. So. Belk hat, glaube ich, auch einen Flashhider drauf. Spiele ich aber zurzeit gar nicht so viel. Müssen wir ja einmal rüber gucken. Doc und Rook sind beides Flashhider. Vielleicht für die Leute, die das Echox so lieben. Auf den beiden. Da sind auch Flashhider drauf bei mir. Die haben auch kaum Recoil. Oder es geht. Alibi auf der MX4 Storms. Auch ein Flashhider drauf. Ja. So, und damit ist der Teil endlich abgefrühstückt. Hat ja auch nur 10 Minuten gedauert. Und weshalb ich den halt eben sinnlos finde. Aber ich auch verstehe, warum Leute, die dieses Video wollten, das auch wissen möchten. Es ist interessant. Und klar suche ich hier nicht den größten Scheiß raus. Aber ich finde es deshalb sinnlos, weil wirklich, guckt euch unten in der Beschreibung den Link zu Eckys Guide an. Das ist viel besser erklärt. Da habt ihr nochmal wirklich alle Infos zusammen. Ihr könnt die einfach auch da stehen lassen, ihr müsst es nicht zurückspulen, wie jetzt hier dieses Video. Er hat eine super geile Übersicht, eine detaillierte Übersicht, wo er bei jedem, bei jeder Waffe halt eben auch dazu schreibt, warum dieses Attachment da nicht drauf gehört und warum das eine Alternative ist, und dann gibt er sein Favorite sozusagen an. Und für die ganz Lesefaulen hat er ein Too Long Didn't Read runtergepackt in dem Forumspost, wo er nochmal seine Aufsatzwahl nimmt. Und die habe ich auch, wie gesagt, bis auf ein, zwei Sachen. Ying wusste ich auf jeden Fall. Bandit wird auf jeden Fall getestet. Ich glaube, zwei andere Sachen sind vielleicht noch anders. Ansonsten ist das wirklich das, was ich auch nutze. Deshalb ist es jetzt Quatsch für mich, mit euch durch jeden einzelnen Operator zu gehen. Ich glaube, die UMP ist sogar eine der Waffen, die einen Compensator draufkriegt. Aber ich spiele die beiden relativ selten. So, ansonsten kann man halt eben noch sagen, Pistolen kriegen einen Muzzle Break vorne drauf. Ist meistens auch die einzige Möglichkeit, was man draufpacken kann. Ein Silencer habe ich ja schon gesagt, IQ und NÖG bei mir, damit man Cams, Gadgets ausschalten kann, weil ja, das einfach dann leiser ist. Das ist aber zu euch, man gibt natürlich da absolut seine Duellfähigkeit, gerade wenn die Pistole leer ist. Und ich muss auch sagen, NÖX Waffe sieht damit ziemlich doof aus, weil ihr wisst, es ist eine Diegel. Und weil es echt doof aussieht, sieht schon sehr lächerlich aus, wenn da ein Schalldämpfer drauf ist. Deshalb habe ich gedacht, weißt du was, ich gehe komplett ham und mache auch noch die Golden Diegel draus. Golden Eagle, Desert Eagle 5.0 oder .50, ne? In Gold mit einem Schalldämpfer. Also mehr Meme geht nicht. Vom Aussehen her. Gut. DMAs, also Einzelschussgewehre. Dockeby, Twitch mit ihrer 417. Die beiden haben ja auch noch eine DMR. Er hat hier die Cam CAMRS, Camrs, wie auch immer. Da gehört ein Muzzle drauf. Und
auch der liebe Blackbeard hat auch eine SR-25, genau, auch Semi-Automatik, Muzzle drauf. Da macht ihr nichts falsch mit. Die meisten Maschinengewehre, also leichten Maschinengewehre, LMGs, kriegen Flashhider. Ich glaube, die Alda von Maestro, kriegt einen Muzzle. Break. Nur mal ein Muzzle Break, soweit ich mich entsinne. Aber nochmal, bitte geht auf den Guide von Eggy. Viel besser. Das ist hier ein Appetitanreger. Der Guide ist das Hauptmenü. So, und jetzt kommen wir zu einem, wie ich finde, viel wichtigeren Part oder ein Part, wo ich mehr von mir reden kann und euch Tipps geben kann. Vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr im Spiel, aus welchen Gründen auch immer, nicht direkt eure Fehler reflektieren könnt. Da sind wir mal ganz ehrlich, dass wir gegen Cheater sterben, passiert nicht so häufig, als dass wir selber Fehler machen. Sei es Positioning, sei es aber halt eben auch in Gunfights halt eben wirklich daneben schießen. So, und jetzt wirklich, klar, wenn man mal einen Cheater hatte oder wenn man auch zwei, dreimal Cheater hatte oder Smurfs hatte, dann bleibt einem das natürlich heftig im Gedächtnis. Und dann denkt man, okay, die ganze Runde war jetzt nur so oder der ganze Abend war so. Das stimmt nicht, wirklich. Ich weiß ja, ich bin selber auch früher toxic gewesen. Ich war früher auch absolut schnell am Ragen. Ich meine, Counter-Strike-Kiddie, ne? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, ein paar viele Jahre her, das sind Jahrzehnte inzwischen. Aber ich war da. Been there, done that, got the T-Shirt. Absolut. Jeder, der mich gekillt hat, war ganz klar Cheater. Jeden, den ich gekillt habe, war natürlich ein Noob. Und wenn das nicht das Problem war, dann war es der Server. Ey, hier geht ja gar nichts rein. Auf was haben die den Interp gestellt? Was ist das denn hier für ein Tick-Server? Ist das hier 32er Tick oder was? Hier geht ja gar nichts. Scheiß Laggy. Ich muss mal meinen Interp anpassen. Ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Wie gesagt, ich war da. Ich war da unten. Da kannst du dich nicht verbessern, wenn du hinter jedem Mal, dass du stirbst, irgendeine Ungerechtigkeit vermutest und alles siehst, nur nicht deinen eigenen Fehler. Ich habe jetzt eher das Problem, wie gesagt, aus diesem Toxic Rage Kiddy Alter bin ich inzwischen raus. Ich kann immer noch genervt sein, ich kann immer noch auch austeilen, ich kann auch ausflippen, ich kann auch ragen, ich kann auch tilten, aber es passiert viel seltener und ich glaube, das sieht man in den Streams auch. Ich habe genug Situationen, wo das durchaus mal früher dazu gereicht hätte, dass ich ausgerastet wäre. So, ich habe jetzt aber nur das Problem, ich bin zu aufgeregt. Ich bin literally zu aufgeregt. Ich feiere das total an Rainbow. Es ist nicht ausgelutscht, es fühlt sich nicht wie Business an oder sowas, keine Ahnung. Ich gehe in jede Map aufgeregt, weil ich mir nicht sicher bin, boah, wenn wir den Bombenspot nehmen, wo war das nochmal, wo muss ich nochmal genau die Rotation machen, wo kann ich angreifen, welchen Operator spiele ich. Ich bin aufgeregt in den Spielen. Und dann im Nachhinein immer zu reflektieren, wie habe ich gerade gespielt, das fällt mir dann auch schwer. Ich krieg's ganz gut hin, aber es fällt mir schwer. Und deshalb gibt es so einen kleinen Trick, sage ich mal. Und das geht von allem, dass ihr nachguckt, ob eure Sense richtig ist. Wo man dann das merkt, ist relativ einfach. Wenn man flickt oder wenn man jemanden traced, also hinterherzieht, wenn jemand durch die Gegend rennt, wenn man zu weit vorne ist oder wenn man überflickt, also man zieht rum und zieht zu weit rum und schießt dann, ist die Sense einfach zu hoch. Ne? Dann seid ihr zu High Sense unterwegs, dann ist es zu unruhig. Und wenn ihr bei jemandem traced oder auch beim Flick halt eben dahinter, also sozusagen beim Tracen dahinter immer nur her seid, also zu langsam seid und beim Flicken nicht ganz ankommt beim Ziel, dann ist eure Sense zu niedrig. So einfach ist das. Ne? Das kann man aber auch mit der Methode, die ich gleich vorstelle, sehen, wenn man es nicht selber merkt. Das Problem mit dem Flicken habe ich nicht. Es sind eher die Reflexe bei mir, die inzwischen gar nicht mehr da sind.
Aber Spielstil, da habe ich ganz oft drüber geredet. Ne? Gehe ich kontrolliert in den Raum rein und spiele nur auf 2-3 Schussbursts, ist fast jede Waffe für einen Muzzle Break schon fast prädestiniert. Ne? Oder sagen wir mal, überall, wo es halbwegs verantwortbar ist, wegen dem vertikalen, wegen dem horizontalen Recoil, wegen dem Rechts-Links-Recoil, den der Muzzle Break ja nicht groß beeinflusst oder gar nicht beeinflusst. Auf jeder Waffe, wo das vernachlässigbar ist, spielt man dann Muzzle Break, weil man die Vorteile hat, dass die ersten 2-3 Schüsse punktgenau fast landen und ganz wenig Recoil-Kontrolle von dir verlangen. Und wenn du Burst, wieder zurück, Burst, wieder zurück oder Burst, Pause spielen kannst, weil du überlegt und langsam und eine Ecke nach der anderen clearst in den Räumen, kann sich das Fadenkreuz schnell zusammenziehen. Da spielt der Muzzle Break seinen Vorteil aus, schnell in den No-Recall-Status zu kommen. Ne? Schnell wieder in diesen, das ist der erste Schuss, den du jetzt machst, Status, also der genau punktgenau ankommt. Wenn man allerdings wie mit Ash oder wie ich mit Ying in Räume reingeht, die nicht perfekt aufgeklärt sind, weil man Entry-Fragger ist, weil man Solo-Queue spielt, weil die Infos einfach nicht da sind, weil alle Drohnen tot sind. Ne? Oder wenn man als Anchor auf Spot spielt und in den letzten so und so vielen Sekunden halt eben von 3 Leuten gepusht wird, dann hat man den Luxus, immer wieder zu warten, bis das Gewehr wieder ruhig ist, hat man dann nicht. Oder man panikt einfach. Das kann auch sein. Das kann auch mit den Leuten sein, mit denen du eigentlich kontrolliert spielen willst. Das passiert mir halt eben. So, das muss man halt erkennen. Und das ist die Schwierigkeit in so einem Spiel. Und deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr OBS euch holt, das ist dieses Streamer- und YouTuber-Programm, ne? OBS, also OBS, einfach mal googeln. Inzwischen ist es OBS Studio, heißt es. Oder es gibt auch Streamlabs OBS, das heißt dann SLOBS oder SLOBS. Das ist ein Aufnahmeprogramm. So, und das ist relativ klein, das geht absolut. Und ich meine, ich mit meinem alten Rechner kann damit sogar streamen und das machen, was ich euch gleich vorstellen werde. Also dürfte es bei euch auch gehen. Ja? Also ich sage nicht, dass ihr streamen sollt. Ich sage nicht, dass ihr einen ganzen Abend aufnehmen sollt. Weil durch 3 Stunden Videomaterial zu gehen, um seine Fehler zu suchen, ist tough. Ich habe das früher mit Highlights gemacht. War 3 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden Stream durchgehen und zu gucken, wo sind die Highlights. Ne? Ich habe mir früher hier immer Zettelchen geschrieben, bei welcher Zeit ungefähr irgendwas Lustiges im Stream passiert ist. Naja, es gibt aber bei OBS eine Funktion, die ihr anschalten könnt in den Einstellungen. Das nennt sich Replay Buffer oder in Deutsch Wiederholungspuffer. Da könnt ihr einstellen, dass ihr auf einem bestimmten Hotkey, bei mir ist das die F12-Taste, deshalb gibt es manchmal im Stream diesen lustigen Sound. Und ich mache unglaublich viele Screenshots, weil auch wenn die Screenshot-Taste drauf liegt. Wenn ich die Taste drücke, dann werden die letzten 3,5 Minuten, die hier aufgenommen sind, oder die über dieses Programm laufen, halt eben gespeichert. Und das kostet mich, glaube ich, 180 Megabyte Arbeitsspeicher in der Zeit und ein ganz kleines bisschen CPU-Power, aber wirklich ganz wenig CPU-Last. So, und wenn ihr das macht, also wenn ihr das OBS aufsetzt, ne, ihr müsst jetzt hier keine Facecam einbauen, ihr müsst keine Alert-Bildschirme, Loots, Event, was auch immer, müsst ihr alles nicht machen. Ihr müsst einfach nur das einsetzen, eine Szene für Rainbow Six Siege erstellen, Wiederholungspuffer aktivieren, einen Hotkey finden für euch und nach Runden, in denen ihr viel Gunfights hattet, und vielleicht auch gerade Runden, wo ihr viele Gunfights hattet, die nicht so gut gelaufen sind, wo Leute davongekommen sind, wo ihr gestorben seid, die dann abspeichern. Einfach auf die Taste drücken, wenn ihr gestorben seid, wenn die Runde zu Ende ist, dann ist das abgespeichert. Den Ort könnt ihr wählen, auch das Format könnt ihr wählen. Und dann habt ihr kleine, schnuckelige Dateien, bei denen ihr genau nachgucken könnt, was ist passiert. Womit hatte ich ein Problem?
war das Problem, dass die Waffe nach oben hin weggerissen ist und ich über- oder untersteuert habe dagegen? War es das Problem, dass es rechts-links zu sehr gewackelt hat? Ne? War es, dass die Schüsse halt eben links und rechts daneben gegangen sind und ich bin gar nicht hinterhergekommen mit dem Anpassen? Ist es eine Situation gewesen, wo ich mit einer Waffe, wo ich einen Muzzle Break drauf hatte, einfach Dauerfeuer spammt durch die Räume gelaufen bin? Dann sind das so Situationen, wo man sagen kann, okay, da kann ich was anpassen. Entweder meinen Spielstil oder mein Attachment. Wie gesagt, es gibt ja den, ne, wenn man jetzt auf einer Waffe einen Muzzle Break hat, kann man durchaus sagen, okay, ich wechsle auf einen Flash Rider und habe damit ein bisschen mehr Kontrolle bei den späteren Schüssen. Gut. Danke für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, für diese ganzen Infos, die ich euch jetzt rübergeschoben habe. Wie gesagt, das Wichtigste bei diesem Video ist, schaut euch das Zyronic-Video an. Da geht es auch um Maus, da geht es auch um DPI, eDPI, also wie ihr eure Sense einstellt. Werdet Englisch von ihm, was er quatscht, nicht versteht, kann sich vertrauensvoll an mich wenden. Ich erkläre das dann. Und für mich noch wichtiger, weil es auch einfach nochmal detaillierter ist als das Video, weil ja nur so einen kleinen Teil ich da rausgenommen habe bei Zyronic, ist halt eben ECI, also Corp ID von Semper Fidelis. Unten die Beschreibung und so, ihr wisst es, kommt langsam zu den Ohren wahrscheinlich raus. Euch die Sachen anzugucken, das ist die wichtigste Botschaft für, ich weiß nicht, wie viele Minuten werden es jetzt sein, 40 Minuten Video. Holy fuck. Aber ich habe euch gesagt, es wird lang und ich sabbel viel. Naja, okay, in Ordnung. Ich bin froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch irgendwie was gebracht. Es hat euch vielleicht ein bisschen unterhalten. Es hat euch geholfen, abends einzuschlafen oder irgendwen anders einzuschläfern. Perfekt. Wenn ihr irgendwas habt, und jetzt bin ich bin jetzt mal echter YouTube-Guy, YouTube-Mickey. Und ich mach so. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da oder ein Comment oder macht einfach. Mir doch scheißegal. Ich bin damit jetzt fertig. Wenn ihr Bock drauf habt, macht, was auch immer YouTube euch erlaubt. Ne? Ja, ansonsten, ihr findet mich im Stream, ihr findet mich, irgendwie findet ihr mich, wenn es irgendwas gibt. In Ordnung, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, bleibt gesund, drückt mir die Daumen, dass nicht Steelwave alle Attachments nochmal neu balanced und dieser ganze Mist jetzt umsonst war. Und drückt euch auch selbst die Daumen, sonst mache ich dazu dann auch wieder ein Video und das wird genauso lang. Okidoki. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ja, wie gesagt, ihr findet mich im Stream, hier bei YouTube, in den Kommentaren, bei Twitter, was auch immer, ist immer irgendwo verlinkt. Ihr werdet das schon finden, heißt immer überall irgendwie Mickey from the Block. Oder? Ich bin fertig. Gute Nacht.